Herzlich willkommen zum 32. Let's Play von Final Fantasy VII Remake. Na, was meinst du? Ja, und hier sind wir auch wieder zurück und hier wird fest trainiert. Oder wie sieht es gut aus mit der Sonne, Alter? So, Kollege, deine Arme sind da dünn wie Dresden. Ja. Sind wir im Bad hier? Ja, der denkt auch, der ist der Coolste. Ja, ich den noch Kickboxer machen. Keine Angst, darfst ruhig anfassen. Jo, die sehen nicht übel aus. Jeden Tag ein ihr könnt ja gleich alle Klau geben. Bist du voll oder hast du bald von mir? Guck mal den hier an. Ja, Platz ist unbedingt. Was macht die Klimaanlagen hier unten? Soll ich da drüber fallen? Über die Klimaanlagen oder hier? Bleib doch mal die Hand weg, guck mal. Da kann ich sogar wegfallen lassen. Ich habe mir einen Muskel verkrampft, sehr klar. Dann soll ich hier nicht trainieren. Eine Stirnband. Boah, die Wand ist hoch. Ja. Ich will mich anmelden, muss man sich anmelden. Gut aus, oder? Alter, halt die Stahl! Lass nicht locker! Du schaffst das! Das ist hier der Chef? Nee, ich glaube ja. Oh, die haben sogar Fern. Hier ist eine Lab. Und sonst war im Fernseher. Boah, hier, guck mal den hier an. Boah, der hat sich übernommen. Nee, der macht, hier ist das dann. Also ist das hier auf dem Tisch ein Ghetto? Ja. Mit Heilriffmusik oder so? Willkommen im Waffenladen des Weimarts! Ja, das zeig mal. Ich glaube, du hast was Vernünftiges. Dann sind wir doch mal was riesig. Wo war der Killer nicht? Das ist doch nicht schlecht. Greift ja vor allem krass. Boah, das klebt nur vorne draußen, ey. Einfach Ende. 5000. Wie groß ist die Geld? 12.000. Das obwohl das noch so mein Gebot ist. Ja, ein Ding nimmt man. Bis zum nächsten Mal. Okay, nochmal kommen wir jetzt. Ausrüstung. Erstmal gucken wir mal, was die Waffen bringen. Den Basie. Ui, 27 Angriff mehr. Nicht schlecht. Und hier passen sogar Materialien rein, so wie es aussieht. Ja.
Ahnung, ob man das hier war, das Ding. Ah, jetzt ist doch. Da ist doch ein Kampf. Ui, Kjandra. Zwei Stärke, mein Kind. Oh, ich war's mit angefangen. Löser. Phasenkaltacke. Ui. Ist noch nicht übel, es war mit alles gleich. Hm? Ja, geil. Nochmal gehen? Ja, mach mal. Ja, wir mit magischer Attacke, magischer Abwehr, Magie und Grenzkraft. Die Barriere. Die kann man noch hochleveln. Hier ist noch ein bisschen TP. Magischer Attacke und Weg. Ja, weiter wird noch. Belebung. Alles was so ein bisschen verwerter wird. Das lohnt sich immer gut. Ah, wie gut. So, kommt der noch rein. So. Ja, jetzt haben wir alles fertig. Jetzt sind wir auf jeden Fall etwas stärker. Sieh mal da! Das war nicht mal umgekehrt. Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Villa. Das wird vor. Nicht schlecht, haben wir gleich mal ein bisschen Geld zurückgebracht. Was wir verpasst haben. Hier ist auch noch was. Ein Äther. Ja, was soll das jetzt? Ah, lange drücken. Halt. Ja. Kino haben wir da wieder. Boah, das war, sollen es wir Bodyguards sein? Naja, ich glaube schon besser. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Oh. Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können.
Sam, der Typ mit den Schokobos, Madame M vom Massagesalon und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Ja, cool. Jetzt dürfen wir erstmal die drei Typen abholen. Ja. Aris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich habe alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Ja, klar. Aber abhauen. Das sind die richtigen. Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Also willst du sie doch nicht befreien. Was denn? Was willst du? Das war mal. Nein! Wie konnte ich nur? Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Wie viel? Das fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Na klar, siehst du doch. Wir kümmern uns um alle deine Bedürfnisse. Mal gucken, wie das Zimmer hier aussieht. Naja. Guck mal das Kino an, in den Box da. Das sind die anderen. Hier gibt es da wirklich die Marke. Wieder. Ich hätte irgendwo mal gesehen, die Box. Willkommen. Eine Pause gefällig? Herzlich willkommen. Und du sitzt immer noch. Naja, also die Nacht war ein bisschen, naja, nicht gerade entspannt. Ui, das ist ja mal nicht so. Ja. Wohin der Automaten gespürt, was ist denn noch? Sogar kostenlos mit, was mitzunehmen. Kostenlos sogar. Hyper 1. Ganz schöner Luxus hier drin, ey. Wie schwer hat man das noch hier? Guck mal, sogar eine fette Lampe hier drin. Ja. Doppelstockbetten. Guck mal, hier können 6 Leute wohnen in der Speed hier. Richtig, weil. Den Fernseher soll man sich wohl selber mitbringen. Ansonsten ist alles da. Ja, offene 6er. Ich meine, die haben richtig viel Platz, ja. Ja. Also da hätte ich ein paar Betten mehr hingestellt. Das ist viel zu viel Platz hier drin. Aber verlöscht man sich ja nicht viel, ja. Ja. Kann man sich ja gar nicht leisten. Boah. Heftig. Ja, ihr habt wohl sehr viel Geld ausgegeben. Guck dir das an, Digga. Ja, für die beiden Kinder und hier für die Eltern. Boah. Wie viel Millionen Chills haben wir hier bezahlt für die Spiel hier? Alleine schon eine Minute für das Kino hier. Können wir draußen durchfeiern? Komm schon, die Nacht ist noch jung. Die anderen sind auch nicht schlecht beim Feuer. Die ist auch gesperrt. Ja. Die ist renovierungsbedürftig.
Hause. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall die Präsidenten sehen. Ja. Jetzt sind wir doch langweilig. Ja. Will der Türsteher werden oder was? Kein Spaß ohne ein bisschen Risiko. Was ist mit euch los hier? Warum hab ich mich nur überreden lassen? Ja, der hat sich mal. Das ist der Erste. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn's nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Ja. Ich glaube, der ist ehrlich. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Ja, würde schon mitnehmen. Oh, jetzt muss ich... Oh, das ist ja auch mal dämlich, ey. Mhm. Revers. Schade. Avers. Ey, der schummelt wirklich, bestimmt. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Wir wissen nicht, ob der wirklich geschummelt hat. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Ah, ja. Oh, Sonnenelfter. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Warum gibt er die dann einfach so, wenn er sagt, hier ist das Ding? Samt Münze halt. Ja, geil. Hat er die einfach uns geschenkt? Ja. Oder wollte ich schon ein Späßchen erlauben? Jemand anderem versuchen. So warm und wohlig. Der Weimar ist schon ein beängstigender Ort. Oh Mann, hier ist auch. Ja, das hier ist auch eine Kneipe. Auch wenn es nicht so aussieht, der Wirt ist nämlich ziemlich eigen. Du hast die Autos kennen, die wohl hier. Scheint so. Ich gehe rein und frag nachher. Bleib du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Bald geht es los. Ich bin ja so aufgeregt. Es wird jetzt genug sein.
Guck mal den Kram. Guck mal das Ding an hier. Sei denn nicht übereinander gestapelt. Du hast ja doch schaffen. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh, dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. Oh. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe, aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Hey, du Dortmund-Fan, hast du auch mit dem Ding da erzählt? Ja. Ob der Strauß mein Bienchen wohl schon erreicht hat? Weil der Ding als Nachbar ist. Ich glaube, der wird ein Vorwurf. Genau, muss man merken, was ist denn. Und du wegen der Honigbuben. Tu nicht so. Mal gucken, was hier zu finden ist. Noch ein Dortmunder. Was ist? Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Naja, die werden ein bisschen Geld für die Kinder verdienen. Sonst können sie den Hof nicht mehr halten. Heute ist mal wieder ziemlich was los. Mann, ist das aufregend! Hier war ja ein guter Platz, man muss ja jetzt auch. Jetzt war's nur ein paar. Was los? Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lüstling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Ich glaube, es gibt eine andere Probleme. Bitte mal. Was? Materie. Ja. Auf eine brauchbare mal. Das sind nicht alle zwei. Barriere. Cool. Da können wir zweimal die erhöhen, weil das war ja die Materie, die alles, die mehrere Werte erhöht. Das bleibt. Der bleibt auch. Da hinten ist auch noch eine drin. Ah, das war die Hörner. Die früh bleibt drin. Ah, genau, das war das. Das war das gute Ding.
Nee, war doch was anderes. Hä? Ah, Vision war das gewesen, genau. Ja, dann bleibt's erstmal. Alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja, das kommt ja durchaus häufiger vor. Ja, so gut, aber ich hab's noch ganz oben. Sehen, ob ich will. Ah, okay. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig Junges werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Oh. Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Ja, muss man jetzt nehmen. Premium, Standard, Billig. In dem Osten und zwar immer die Premium. Vielleicht bringt es ja was. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Also noch das was bringt. Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Oh. Oh.
Oh. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Falls er sie hat, ja. Naja, du stehst ab 12. Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Mal sehen, ob wir uns durch Steiger kriegen oder so. Vielleicht ein paar Werte. Und, wie war's? Hm? Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Hier wird nicht wild rumgegrapscht. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich finde es okay, sieht praktisch bequem aus, wenn Sie sagen. Sieht praktisch und bequem aus. Verstehst du das unter einem Kompliment? Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Boah, was soll's kosten? Eine Million. Ja, klar. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge! Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Cool, in dem hat es vernünftig. Ja, dann holen wir uns mal den Kram. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ba. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Was willst du? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ist was? Doch nicht hier.
doch noch eine Doku. Ja. Ach, guck die Arena. Was ich nicht alles dafür tun würde, einen Schindler-Frager zu bekommen. Der alte Waffenhändler war ein komischer Kampf. Willst du dich aus dem Staub machen? Na gut, dein Leben ohne. Nein, nicht vor dem Rätsel. Doch nicht hier, vor all den Rücken. Oh nein, ja. Ja, das war doch eher der Typ. Seine. Sein Bestie, oder? Hallo Cloud! Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Vergiss die Zusatzeffektion für mich. Herzlich willkommen zum Zuschauer nach rechts. Teilnehmer stellen sich bitte links an. Dich anstellen und nicht drängeln, meine Damen. Hast du unsere Tickets dabei? Ja. Sollen wir den Kampf im nächsten Video machen? Ja. Ich hab sie hier in der Tasche. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass ich mit diesem Video so ein bisschen nervt. Das darf nicht klar sein. Und, ciao.